Immer noch eine etwas gedrückte Stimmung hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Aber ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir uns jetzt auch an die nächste große Mission wagen können. Doch zuvor, der dicke alte Mann hat wieder ein bisschen was gesammelt, werden wir natürlich die ein oder andere Quest erfüllen. Endlich haben wir die Schleichglöckchen, die wir brauchten für die gute Impa, sodass sie 2 weitere Herzen bekommt. Ich habe es geschafft! Das hast du. Mein Glückwunsch! Und wir haben außerdem auch ein paar Hinox-Urkunden gesammelt, sodass wir die Prüfung von Sasakai fertig machen können und auch Priester Miss Kiyoshia bekommt weitere 2 Herzen mit dazu. Ja, er hat von Kraft geträumt oder irgendwie so. Sehr schön. Das heißt, auch er hat schon sehr, sehr viele Herzen und sobald wir wieder weitere Hinox-Urkunden haben, können wir dann auch das für Revali fertig machen. Außerdem müssen wir noch die anderen Missionen fertig machen, mit denen wir Geflügel und Fleisch bekommen, um dann auch Theba zu verstärken. Für den guten Maronus brauchen wir noch 3 Leunen, die kaputt gemacht werden und ich hoffe, dass wir die hier kriegen. Im Sumpf von Ranel, der nächsten großen Mission, in der wir unsere Titanen und dementsprechend auch die Helden, die Rekruten, die Recken, retten. Starten wir. Oh, wieder 2 neue Leute? Welche könnten das denn jetzt sein? Oh mein Gott! Tja, und mir erstmal. Nachdem unsere Helden gesehen hatten, wie die Titanen der Verheerung Ganon anheimfielen, eilten sie den Recken zu Hilfe, inbrünstig hoffend, dass es noch nicht zu spät sein würde. Im Osten Hyrules harrten Varuta und Varudania bereits der Ankunft der Verheerung Ganon. Von allen Seiten stürmten Monster auf die beiden Titanen zu. Um Mipha und Daruk zu retten, die furchtlos in ihren Titanen aushielten, begannen Link und die anderen, eine Schneise durch die feindlichen Reihen zu schlagen. Also wir merken, bis vor kurzem hat ja noch der König von Hyrule diese ganze Geschichte erzählt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil er wohl offensichtlich ja nicht mehr da ist. Und dementsprechend hat Zelda das Ganze übernommen. Ich verliere dich nicht noch einmal! Hä? Sidon! Sidon, Prinz des Soras in Alt! Oh mein Gott! Aus Breath of the Wild! Wie der große Daruk? Wer bist du? Yunobo, das Goronenjunges aus Breath of the Wild. Sehr schön. Dies ist von höchster Dringlichkeit. Wir müssen Mipha und Daruk retten. Berichten zufolge ist Rudania von Lava umgeben. Wir kommen dort nicht weiter. Dann retten wir Mipha zuerst. Ruta kann es regnen lassen. Das wird die Lava abkühlen. Ja, wir sind relativ stark. Wir haben unser Schwert, unser Master Sword jetzt auch nochmal aufgestuft und Link hat ja auch schon Stufe 59, der wird ordentlich rein damagen. Na komm mal, komm mal. So, wir müssen jetzt erstmal nach rechts laufen und zwar so schnell wie möglich. Crocs und so lasse ich hier konsequent aus, die werden wir uns irgendwann holen. So, die beiden Spezialangriffe sind durch. Ausgezeichnet, ihr seid hier. Mipha ist im Innern des Titan. Ja,
versuchen wir, zu Ruta zu kommen. Ja, versucht macht klug. Okay, hier haben wir schon mal ein Lager. Einen Vorposten, den wir erobern können. Gegebenenfalls nochmal die Möglichkeit, uns zu heilen. Geht alle weg. Na komm, gib her den Hammer. Na, das ist der Hammer, wa? Und das war der Vorposten. Okay, allzu viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen Mifa retten. Ich kann später wieder kommen und die Croc sammeln. Es würde sich jetzt einfach nicht lohnen, wenn Link noch ein bisschen zu schwach ist. So, dankeschön. Auf geht's. Ab nach oben. Zelda, brauchst nicht zurückkommen. Wir kommen. Schwarze Echsen. Ist natürlich auch neu. Der Sumpf. Stammt er von der Verheerung? So können wir uns Ruta nicht nähern. Gut erkannt. Es sollte einen Weg geben, ihn zu entfernen. Sehen wir uns mal um. Okay, erstmal müssen wir hier hoch. Nee, runter. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe erstmal hoch. Können wir später von oben aus wieder nach unten laufen und sind dann auch fast bei Ruta. Also los. Erstmal den Weg nach oben. Geht alle weg. Wir haben zu tun. Pyromagus. Da oben muss ich offensichtlich hin. Der was damit zu tun hat? Ach mein Gott, du gehst mir auf die Nerven, ehrlich. Weg mit dir. So, schon mal wieder einer weniger. Wie ich es mir schon dachte, uns erwarten Schwierigkeiten, aber ich muss durchhalten. Ja, musst du. Ach, hier oben mussten wir hoch, okay. Ah, der ist nicht ganz so wild. Die machen wir jetzt so weg. Ja, komm, komm, komm. Tolle Arbeit, wie immer, Link. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich auch. Wir haben das Auge doch getroffen, oder nicht? Was soll ich denn tun? Ach so. Okay. Einige Sümpfe des Zorns sind verschwunden, nachdem das Auge des Zorns besiegt wurde. Oh, werden diese Augen zerstört, löst sich der Sumpf auf. Es muss mehr davon geben. Gut erkannt. Auf jeden Fall noch mindestens ein. Finde und besiege das Auge des Zorns. Ich hätte Äpfel gebrauchen können, aber ist in Ordnung. So, jetzt gehen wir wieder runter. Obwohl, wir können ja auch von hier aus runterspringen. Okay, und down. Oder auch nicht? Doch. Oh, hallo. Empfangskomitee ist schon da. Na, so nicht, Leute. Ich brauche noch ein paar Mobs. Allein schon, um mich wieder weiter aufzuladen. Okay, das hat nicht funktioniert. Verdammt. Jetzt aber rauf da.
wahrscheinlich dürfen wir am Ende auch wieder gegen Hinox oder gegen Leunen kämpfen. Ein Mob ist schon mal weniger. Wie auch immer ich mich gerade aufgeladen habe. Ja, hast du ganz toll gemacht. Bin stolz auf dich. Ja, endlich. Gut, der hat nicht zu lachen. Ich werde den Spezialangriff jetzt auch nicht verwenden. Komm her hier. Mensch, Mifa hat nicht so viel Zeit. Beeil dich mal. Und jetzt noch das letzte Auge des Zorns. Sehr gut. Eins fehlt noch. Nachdem das Auge des Zorns besiegt wurde, hat sich der Sumpf des Zorns zurückgezogen. Okay, jetzt müssen wir wieder nach oben. Das heißt, den Weg wieder zurück. Hätte ich doch mal andersrum machen sollen, wa? Aber wer hätte das vorher wissen können? Och, wegen einer blöden Fledermaus, Leute. Aber wenigstens laden wir unseren Spezialangriff wieder auf und dann haben wir wenigstens Ruhe. Ich frage mich bloß, wie man das noch mit den Crocs vereinbaren soll, wenn Mifa schon fast kaputt ist. So, weg mit euch. Du bist wie immer gut dabei, Link. An deiner Seite fühle ich mich gut aufgehoben. Immerhin. Es freut mich. Bin schon ganz froh, dass wir hier die Wege so weit aufgeräumt haben. Das heißt, wir können jederzeit hoch und runter rennen. Ist überhaupt kein Problem. Ich sehe kaum was. Irgendwas ist in mein Auge gekommen. Vielleicht ist es ein Haar von der Perücke. So, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Aber hier geht's auch lang. Okay. Das heißt, wir verpassen schon mal nichts. Guti. Die restlichen brauche ich nicht. Egal wie schlimm es wird, ich werde nicht aufgeben. Die Hälfte ist schon down bei ihr. Wir müssen uns echt beeilen. Beeile dich und erreiche Varuta. Ja, ist ja gut. Bin ja dabei. Muss nur den Vorposten einmal erobern. Sehr schön. Und dann kommen wir. So, jetzt noch zum letzten Auge des Zorns. Eisleun, natürlich. Wer hat nicht damit gerechnet? Aber es gibt wieder Leunen-Urkunden, also von daher bin ich nicht ganz so böse. Ja, perfekt. Komm, ja, sehr schön. Erster Schmetterangriff. Einen braucht es noch. Mindestens.
Er hat getroffen. Verdammt. Was soll denn dieser Angriff? Lass es sein. Okay, zweiter Treffer. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Ich denke nicht, dass wir noch einen Schmetterangriff machen werden, aber wir hauen nochmal ordentlich drauf. Oh, doch. Nee, machen wir nicht. Das hätte ja sein können. Okay, der Eisleun ist weg. Jetzt bist du dran. Erfolg. Leunenherz haben wir bekommen, Ritterschwert und alles ist weg. Wir können jetzt zu Varuta hoch. Varuta kann nun betreten werden. Der Sumpf ist verschwunden, dann lasst uns Miva helfen. Machen wir. Eile vom Ziel aus zu Varuta. Ich weiß nicht, wo lang. Wir heilen uns nochmal. Nehmen noch unseren Spezialangriff mit. Dankeschön. Apfel. Danke. Und los geht's. Unser kleiner Freund hat es auch anderen als dem Piloten ermöglicht, Varuta zu betreten. Und deswegen gehen wir rein. Ganons Wasserfluch, Auswuchs der Verheerung Ganon. So stark. Schwester, aufgepasst! Oh, Hilfe ist da! Genau! So schön, wie auch immer wir es geschafft haben, ihn zu stunnen. Spezialangriff. Du warst das also, Link. Spitze! Besiege Ganons Wasserfluch. Dass wir ausgerechnet einen Eismob mit Eis kaputt machen. Schaut ihn euch gut an. Lange hat der nicht mehr zu leben. Er hat noch ein Viertel seines Lebens. Der war damals ein bisschen trickier in Breath of the Wild. Da musste man wenigstens noch mit dem Modul sehr viel machen. Hier ist es ja relativ easy. Einfach bloß raufdamagen. Ja, das war nicht so gut. Aber er ist gleich weg. Ja, perfekt. Ich habe es die ganze Zeit gewusst, Link. Ich wusste, du würdest mich retten. Hey, hey, hey! Ich konnte meiner Schwester helfen. Und neben dir zu kämpfen war das Beste, sagt Sidon. Wir müssen Daruk schnell helfen. Oh. Schwester! Du musst doch erschöpft sein, Schwester. Bleib hier, ich gehe und helfe ihm. Ach, Gänsehaut. Dass die aus der Zukunft jetzt natürlich endlich die Leute retten, die damals ja einfach verstorben sind. Dürfen wir nicht vergessen. Wir bleiben bei Link. Du kannst nun Sidon steuern. Damit fehlen nur noch drei Helden in unserer Liste, die wir noch steuern können.
Und viele werden sich jetzt natürlich fragen, wer soll denn jetzt noch großartig kommen? Und zumindest fallen mir noch drei ein. Oh, du kommst uns zur Hilfe. Das ist sehr beruhigend. Ja, so bin ich. Nenn mich Nettie. Au. Oh, Leute. Das geht mir auf den Zeiger, ehrlich. Mit Feuer angreifen ist echt feige. Moin, Sidon. Ein Magmarock scheint die Lava zu erhitzen. So wird Ruta sie nicht abkühlen können. Ruta ist auch nicht in Bestform und wird es nicht lange regnen lassen können. Genau. Also gut, nehmen wir uns zunächst den Magmarock vor. Okay, der ist gleich vorne, das geht. Besiege die Magmarock. Ich bin auf dem Weg. Hauen wir rein, lasst uns die Gegner wegputzen. Ich bitte drum. Räumt hier mal ein bisschen auf. Derweil gehe ich schon mal weiter nach oben. Denn dort wird man mich loben. Und da ist er, der Magmarock. Au. Okay, der ist relativ easy, das geht. Ah, könnte schwierig werden. Ja, der gute Daruk musste schon ein bisschen was einstecken. Gut gemacht, Link. Sehr schön. Nein, ich werde nicht aufsteigen, es ist viel zu heiß. Auch wenn es einfacher wäre. Ja, perfekt. Schmetterangriff. So, dann haben wir ihn fast. Ich hoffe, es ist nur einer. Aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Okay, er ist eh gleich down. Der Magmarock wäre erledigt. So, jetzt kann Ruta es regnen lassen. Dann los, Ruta. Abo plus Like gleich große Freude.